Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Orcs Must Die 3 zusammen mit unserem Freshnate. Was geht ab, was geht ab, was geht ab, meine Freunde, hier ist euer wieder Freshnate. Und als Special VIP-Gast, wie sich der Chat es gewünscht hat, in Discord Zauberer Graf 41 auch mit anwesend. Moin moin, herzlich willkommen. Sie ist heute unsere Trash-Talkerin. Was sagst du dem? Kann nix, macht nichts, weiß nichts, ne? Nee, kann nix, weiß nichts, labert aber viel. eigentlich war ich gerade der Trash-Talker, das ist euch klar, ne? Ich hab grad den allerschlimmsten YouTuber-Intro-Satz gebracht, den es geht. Was geht ab, was geht ab, meine Freunde? Das kannst du nicht bringen. Wieder der Nachbarn-Intro. Gewinne, einsteigen. Jetzt noch eine letzte Runde. Ja, genau. Fremdscham auf Maximum, Alter. Genau das habe ich gerade gemacht. Fremdscham auf Maximum gebracht. Scham? Oh Gott. Das ist wieder eine ganz andere Ecke. Kaffee-Junkie, du darfst uns auch gerne wieder deine perversen Ideen mitteilen, wie wir die Orks filtrieren sollen. Du hast aber beim letzten Mal so komische Sachen rausgehauen, mit denen wir doppelt über die Treppen jagen. Das war cool. Holt euch einen Kaffee. Ach nö, das ist schon wieder so ein Kriegsszenario. Oh, ist ein großes. Jenny? Weißt du was? Eigentlich nicht. Wir haben Kriegsmaschinenzauber und wir sind ein tolles Team. Bin ich blöd, Alter? Da finde ich die Dinge nicht. Aber ja. Wir können sie aber wieder durch einen einzigen Weg gondeln hier. Was das angeht, haben wir eigentlich wieder eine gute Map erwischt. Finde ich jetzt gerade. Ups. Dann haben die direkt hier das Tor. Und dann kann man hier drinnen eigentlich den übelsten Todestrakt bauen. Wir können jetzt aber wieder versuchen, draußen zu machen, so wie es im Kriegsszenario eigentlich gedacht ist. Weil wir haben ja jetzt hier die Möglichkeit wieder. Alter, hier. Guck mal hier hin. Ich bin auf dem Weg. Perversitäten austauschen. Na, was hast du für Gedanken? Wo bist du denn? Beziehungsweise, wo bist du überhaupt? Wo auf die Karte, wo der Pfeil ist. Das ist ein gutes Argument. Essen im Mund, klar. Das Hallo. Das muss so sein. Ich schwör's dir. Müssen sie hier durchkommen? Um Hegenberg zu zitieren. Freshnate macht die besten Anmods, auf jeden Fall. Ich würde das sogar auf Fiverr machen, Alter. So auf Fiverr, so ein Profil. Ich mache eure Anmods für eure nächsten Streams oder für eure nächsten Videos. Alter, da kann ich Kohle mit verdienen, das ist doch Wahnsinn. So. Zurück zum Thema, lauf nicht weg. Okay. Ja, wir machen da vorne den Gang zu. Dann laufen die kleinen hessischen Ficker alle hier lang. Wortwahl, bitte! Monetarisiert. Monetarisiert, ach, Schwachsinn. Entweder schicken wir die hier durch, durch den Gang und machen hier voll den Todestrakt rein. Oder wir schicken die hier durch, machen. Weißt du? Oder schon früher, dass wir die durch hier den Gang schicken. Also wie gesagt, rein theoretisch können wir sie auch draußen fertig machen. Ausnahmsweise mal wieder. Bauchmann geht auf Bad Boy Modus, ja klar. Jetzt, wenn sie so später es wird, desto assiger werde ich, glaub mir. Ich sag dir, wie es ist. Landschatz ist 15 Minuten AFK. Weiß ich Bescheid. Also ich meine, wir könnten hier diese Fläche zu einem wunderschönen Truck umbauen. Das ist auch wahr. Und dann hätten wir das Tor sogar noch als Verteidigungslinie. Das ist wahr. Tirano fragt, wer Zaubergraf eigentlich genau ist. Möchtest du es selber sagen? Meine Moderatorin. Genau. Obwohl, Zaubergraf kann natürlich auch was dazu sagen. Hallo, ich bin. Und was machst du genau? Der Mod von dem Kojampel. Was hast du gerade gesagt? Der Mod von dem Kojampel. Achso, ist okay. In sich mein Mod. Kojampel. Mit N. Kojampel. Oh. Eher so. Ah. Ja. Wie so ein Minecraft-Villager. Oh. Oh. Ja, drin oder draußen töten. Du kriegst Kritik aus meinem Chat. Was? Warum? Bu sagt, meine Idee ist besser mit drinnen im Trakt. Ha! Ah! Einfach nur so. Ich hab doch keine Ahnung. Oh, Tiran und Urlaub, der bleibt auf jeden Fall länger am Start. Freut mich. Aber wir können ja theoretisch direkt den ersten Raum, wo sie hier reinkommen, schon nehmen.
Das sollte ja auch relativ problemlos gehen. Hast du deine einen breiten Barrikaden dabei? Hallo, fuck. Ich hoffe, das funktioniert. Au! Das tat weh. Wir wollen hier hin. Hier. Mhm. Und hier. Ja. Mhm. Und dann fassen die hier durch die Schräge durch, meinst du das? Ja, deswegen habe ich keine Doppelte genommen. Das dürfte passen. Machen wir jetzt erstmal nur mit Barrikaden und kloppen sie von Hand erstmal tot, oder wie machen wir es? Hätte ich jetzt auch gesagt, oder? Oh, ich habe kein Geld mehr. Wenn du noch zwei dran setzen könntest, das würde passen. So? Jo. Perfekt. Was sagt ihr jetzt eigentlich zu Orcsmast 3 im Vergleich zu den Vorgängern? Ja, der Freshland kennt die Vorgänge ja soweit gar nicht, aber mir gefällt es bis jetzt echt gut. Kommt ihr irgendwie wieder so einen langen Todesweg hin? Ja klar, sobald wir mehr Geld haben. Ja, oh, auf jeden Fall. Aber wenn ihr auf lange Todeswege steht, dann müssen wir echt mal einen Endlosmodus spielen. Das wird glaube ich göttlich. Aber dafür will ich unbedingt meine Deckenpendelfalle da haben. Die will ich unbedingt dafür haben. Ist Zaubergraf ein nettes Mod? Ja, auf jeden Fall. Nee. Also sagen wir, das eine Mal, als wir Seven Days mit Twitch-Integration gespielt haben. Knallhart. Hat sie dem Freshnate ein paar tausend Punkte in den Arsch geschoben, nur damit er uns töten kann. Also sie ist mir schon in den Rücken gefallen. Komplett nett zu mir, aber nicht dem Kojampel. Ja, kommt davon, aus welcher Sicht man das sieht. Das mag vielleicht angehen, ja. Kojampel, sei nicht böse auf mich, sag Bu. Ha, du bist jetzt unten durch. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, die guckt den Pöbel. Wer guckt aktiv mit? Zauberergraf. Ja, na gut, wenn sie jetzt bei meinem Evil Dynasty erstmal wieder festhängt, dann eher nicht. Ich hab den Stream offen. Siehste? So, also ich bin für Herr mit der Horde, ne? Ja, alles klar, Herr damit. Rein da. Rein da in die Horde. Meinst du, wir können das Tor halten in der ersten Runde? Boah, Alter. Hold the Tor. Hold the Tor. Hold the Tor. Hold the Tor. Schande. Oh, das war eine so epische Szene, ey. Oh. Herbert, die Horde? Was? Mein Controller vibriert? Was? Ich... Ein Controller ist doch dazu da, um zu vibrieren. Ist doch in Ordnung. Nee, aber der soll ja gar nicht vibrieren. Ich benutze ihn ja nicht mal. Ich denk, was ist denn los? Warum vibriert ja alles so? Und dann merkst du, der Controller vibriert. Oh, da kommen irgendwelche... Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Oh Gott. So, pass auf, dass du nicht zu viel Mana machst. Sonst wird das Spiel wieder ab. Oh Leute, die sind beide hinter dir. Oh nein. Oh, die Spielertöter sind unterwegs. Digga, ich bin tot. Ja, die Spielertöter. Sie greifen die Barrikade an. Wie, die greifen die Barrikade an? Ist das Tor schon offen? Lol. Der Gott Tiranu hat dir ein Giftgesab. Ein Tor aufgebrochen. Wir haben Probleme. Oh Gott. Meine Barrikade wurde zerstört. Die schießen TNT-Pfeile. Sag ich ja, da sind so Bogenschützen, Alter. Vielen Dank, die Barrikade an. Trotz des Mobs, vor dem ich mich nicht schützen wollte. Ich fühle mich nicht so gut. Lol, warum bin ich denn so? Eine Barrikade wird angegriffen. Perfekt. Würde man sagen, wir verkacken, oder? Aber heftig. Feinde beim Riss! So, wie verteidigen wir jetzt den Riss? Mana hat jetzt schon. Das wird sie unvorbereitet treffen. Oh. In unserem Rissraum sind Feinde! Ja, entspann dich, Typ. Schreit er mich an. Die sind fast da. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Mit dem drin? Ja. Ich hab den Weg mal abgestichtet. Ich hab keine Ahnung, wo sie jetzt gleich langlaufen wollen. Haben wir gewonnen? Oh, ich sehe hier
Die gelbe Punkte auf der Map. Ja. Pioniere. So, jetzt hab ich's. Nee, das sind die Diamantbogenschützen. Ach so, das geht auch. Diamant. Dynamit. Dynamit. Ja, es ist in beiden ist ein D drin. Sie greifen die Barrikade an. Ai, 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 lalala. Ja? Doch schon ein bisschen Action geladen hier gerade. Ui. Läuft. Ich glaube, das Problem sind auch bei den Dynamitbogenschützen. Wir sollten nicht zu nah an dem Tötungstrakt dran sein. Sonst sprengen die den einfach gleich mit weg. Eine Barrikade wird angegriffen. Oh mein Gott, wir haben's. Eieieiei. Nicht einer durchgekommen. Oh, sauber. So, das heißt, wir werden... Im Monat Online-Budget... Budget für Online-Angelegenheiten ist aufgebraucht für den Monat. Ich glaube, wir müssten den Tötungstrakt doch hier hinten erst anfangen. Die Schräge könnte wirklich ein bisschen problematisch gewesen sein. Wenn wir alle tödlich hier vorne wegmachen, oder was? Ja. Dann auch deine Kettenfalle, Kettenschneidenfalle da, ne? Ja, die macht da gerade keinen Sinn mehr. LOL? Ja. Eine doppelte Salzstange, Alter. So. Und dann können wir sie hier hinten nochmal drehen lassen, dann müssen sie da wieder zurück. Die können hier durch, ne? Fake News! Fake News! Fällt dir ein. Oh, das war das zu eng. Das wird fies. So. Ja, was soll ich tun? Ja? Und hast du irgendwas zum Töten? Mach was zum Töten rein. Ein bisschen unsymmetrisch, sonst hätte ich eine Arkane-Dingens hier hinstellen können. So also eine Arkane-Schieß-Dingens. Das Problem ist natürlich hier... Die komischen Sprengbogenschützen-Dinger da, die sind natürlich. Wenn wir zu nah an den Barrikaden stehen, machen sie uns die direkt wieder kaputt. Sieht gemein aus. Das sieht gemein aus, also machst du es, oder? Ja. Was? Kennt ihr den Exploit für Orksmastai? Nee. Warte mal, hätten wir noch dicht machen können. Die ist etwas Besonderes. Hier ist, glaube ich, genug Platz. Machst du ihn einer hin? Dann kannst du deine Arkanen mal hier an die Wand dran setzen, zum Beispiel, also um eine nach links schieben. Die werden sie nicht kommen sehen. Ja, ist ein Anfang. Dann setze ich den auch weiter nach vorne, den Truck, ne? Ist vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee. Puh. Genau, wo ich sie wollte. Also, sobald ich zu viel Geld habe, kann ich die Decke vielleicht noch zugleistern mit diesen Zufallspfeilen. Wenn genau es sie irgendwo anbietet, du natürlich mit deinen Lasern. Ja. Den Infinity Money Glitch. Nee, den kenne ich nicht, aber der hört sich sehr interessant an. Haut Sprungfallen dazwischen? Was? Ach, warte mal, ich habe den Chat komplett aus Augen verlassen. Ich soll die Drogen weglassen im Übrigen. So. Weil ich gelbe Punkte gesehen habe. Gelbe Punkte gesehen. Ja, das mit der Professionalität, wir arbeiten dran. Oh. Wir müssen es erst einarbeiten und ich soll vielleicht auch in Salzstangen zu fressen die ganze Zeit, oder? Bin Stadtler. So. Herr mit der Horde. Also nee, Herbert mit Horde. Herbert mit Horde? Da kommen weitere Feinde. Herbert. Herbert mit Horde? Ja, hat einer von meinen Leuten wohl geschrieben. Ah ja, Kaffee Junkie sagte auch, das hätte man das professionelle aus, da hatten wir auch draußen gebaut. Ja. Was hätte der? Keine
Wir hatten draußen gebaut, deswegen sah es das letzte Mal professioneller aus. Aber ich denke mal, das drin wird auch gut, sobald wir es einmal zum Laufen gekriegt haben. Der Witz ist, es erstmal zum Laufen zu kriegen. Ja. Oh. Oh, ich sehe noch keine gelben Punkte. Also entweder hat sich das mit den Drogen relativ schnell erledigt oder wir haben Glück in der Welle. Entweder lassen die Drogen nach oder ich weiß es auch nicht. Da oben kommen gelbe Punkte, ich renne schon mal hin und komme nicht. Guter Plan. Die komischen Orks mich hier nicht aufhalten. Oh, schön ist, ich kann dich natürlich in dem Gang versteinern, wo deine Arkanpfeilen rumrennen. Das ist ganz geil. Ohne ja, Kemia? Hä? Hab ich Probleme? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Was ist hier los? Oder ist das wie so ein typischer Kaffee-Junkie? Das ist mich einfach nur verwirrt. Vakanenschaden kommt ja noch nicht gut, ne? Hab dich akustisch nicht verstanden? Du nicht. Ich dachte, das Spiel ist ein bisschen laut. Was sagt mein Chat dazu? Oh, hier haben wir schon Dynamitbogenschützen. Deine Läufer. Ich spiel mal kurz mit den Dynamitbogenschützen. Ja, ach so, du bist schon da. Ja, okay. Brauchst mich nicht, ist in Ordnung. Ich mach das schon. Ich komm mal durch drinnen, weil du kannst dich versteinern. Ist okay, gut. Alter, mir läuft jetzt ein Troll hinterher. Ja, die wollen dich auch töten. Trolle und Ogre lassen sich relativ schnell von Spielern ablenken. Also jetzt Welle 2, also läuft doch schon deutlich geschmeidiger. Leck dich aber ein Headshot und dann war's das. Langsam hab ich den Dreh raus. So. Kannst du hier Laser hin? Ach nee, ja, ich glaube, du kriegst deine Laser hier nirgends so richtig unter, oder? Doch, hier. Hier krieg ich die Laser lang. Ich sehe es nicht. Ach, da. Oh ja. Stimmt, die sind ja nur einen halben breit. Hm. Ah, sehr gut. Warum machen die keinen Feuerschaden? Das habe ich extra eingestellt. So. Dann kommen noch ein paar Kreissägen dazu. Meinst du, das bringt überhaupt was den. Was meinst du mit, das bringt was? Ihr habt doch ja gesagt, bis das. Dass wir das machen. Ich ignoriere dich doch nicht. Ich hab's doch ja gesagt. Wer wird schon wieder ignoriert? Muss sagen, wer pöbelt? Tyranno sagt, ich ignoriere ihn. Und das stimmt gar nicht. Ignoriere ihn einfach. Kein Kommentar, der war gut. So, wir können den Tötungstrakt übrigens verlängern. Ich habe Geld für eine Barrikade noch übrig. Ist okay. Ja, jetzt haben wir ein paar Pfeilspucker, deine Laser, Kreissägen. Ich glaube, das wird jetzt wieder super entspannt. Ja. Herbert mit Horde? Oha, oha, oha. Was los? Da der kommen meinte gerade, das den Sub muss ich mir mal überlegen, war eine schlechte Investition. Hallo? Jetzt, wo ich den Sub hab, kann ich ja wieder ich sein. Sorry. Wer hat noch gefragt, ob ich nett bin? Ich hab gesagt nein. Das waren die. Oh, kleine Läufer. Obwohl, muss ich mir ernsthaft um kleine Läufer Gedanken machen? Ich glaube nicht, oder? Ich bin vorher, glaube ich, von der Arkane aufgehalten. Ja, die betreten das Ding und sind tot. Unsere Feinde brechen an anderer Stelle durch. Bitte was? Hä? Sie haben ein weiteres Tor durchbrochen. Stress! Was?
Was? Wo? Oh mein Gott! Wo ist das? Haben wir irgendwas übersehen? Hier! Oh mein Gott! Ich hoffe, unsere Falle funktioniert. Die müssen wir kurz autark lassen. Jetzt funktioniert die Falle. Du kannst gerne noch mal einen kurzen Blick rüberwerfen. Ich kann sie mit Versteinerung hinhalten. Dass wir zumindest die Falle im Griff haben. Also bis jetzt sind sie nicht mal auf über das erste Feld rübergekommen. Oh mein Gott. Alter, wie konnten wir das übersehen? Das wurde nicht angezeigt, ich schwöre. Aber das würde erklären, warum wir da zwei Tore haben, wo sie durch wollen, oder? Also wenn wir mal ganz ehrlich für uns selbst sind, das hätte uns auffallen können. Aus dem Chef kommt gerade, oh mein Gott, ich hab Penny getötet. Die falsche Armee ist darauf, eine andere eines unserer Tore aufzubrechen. Hä? Ach so, hier vorne, ne? Ja, ja, das... Das war jetzt nur hier. Guck mal, die Falle funktioniert wunderbar. Echt, der Tötungstakt reicht jetzt schon aus, um alleine zu funktionieren? Ja. Wow. Wir sind ja schon geile Boys. Ja. Oh oh. Was, was, was? Oh, Spielertöter. Die Armee greift an. Reicht durch. Das wirklich so, ich mach hier Elektro. Hey, mir geht die Magie auf. Das Tor wird leider nicht mehr halten. Ich hab von dem Spieler angegriffen da. Na, ich auch. Neujäger. Jetzt hab ich Erdmänner. So, ich kann das Tor noch einen kleinen Moment halten. Ich bin doch schon da. Die feindlichen Streitkräfte greifen an. Einer ist durch. Sie sind fast da! Nein! Was? Wie? Sie betreten den Riss! Okay. Hä? Der Perfektschädel hat sich jetzt ganz offiziell erledigt. Wo ist der denn durch? Hä? Dich mit mir anzulegen war ein Fehler. Jo. Aber jetzt sind wir schlauer als vorher. Jetzt wissen wir das. Jetzt muss ich mal kurz meinen Chat ein bisschen wieder verfolgen. Warte mal. Kleinstand ist weg, alles klar. Ah, okay, die unterhalten sich gerade. Ein bisschen. Will ich mal gleich ein bisschen mitgucken. Kannst du hier mal eine Einer hinsetzen? So. Jetzt müssen sie auch durch unseren Tötungstakt anbauen, wenn sie da durchkommen. Was hältst du davon? Finde ich gut. So, am besten hast du noch irgendwas, was du auf den Boden kleistern kannst dafür. Wow. Gut aus. So, hab kein Geld mehr. Ido. Oh, gut. Alter Schwede. Das war eine Überraschung, oder? So. Herbert Horde. Aber hallo. Aber warte mal. Na? Ist hier noch ein Eingang? Ja. Ach du Heilige. Mhm. Moin, Sweet Maljacht, ja, auf jeden Fall.
Mit dem netten Hinweis, schaut doch auf die Karte. Ja. Haben wir gerade getan. Und es mit Entsetzen zur Kenntnis genommen. Hätten wir vielleicht schon früher tun sollen? Hm, wer weiß. Richtig lost, Alter. Ja. Also ich meine, der Todestrakt, der hat ja... Ich weiß nicht, wer da durchgelaufen ist, aber der Todestrakt hat ja eigentlich alles außer wirklich einen abgehalten, so. Ja, und theoretisch haben wir jetzt, wenn wir die Verlängerung da jetzt machen, ist der Gang damit auch zumindest ein bisschen abgemildert. Mhm. Aber laut Map kommt diese Runde auch gar nichts aus der Tür. Das heißt, wir können uns eigentlich, glaube ich, vollständig auf den anderen Gang konzentrieren. Also soll ich wieder abbauen? Nee, lass da. Falls der eine okay. wieder auf die Idee kommt, durchzukommen, ist er danach wenigstens tot, hoffe ich. Okay. Außer du hast eine spontane Idee, wie wir hier günstig noch einen Tötungstrakt hinkriegen. Nein. Okay. Der Coffee Junkie ist nicht durchgelaufen. Also, auf die Karte gucken. Tja, wir werden es eh verkackt, glaube ich. Also, einfach mal go. Da kommen weitere Feinde. Ich gehe direkt runter. Die ja. Feinde greifen an einer weiteren Front an. Ja. Vorsicht! Unsere Feinde sind erneut durchgebrochen. Da kommen sie. Das sind unsere Feuerfotzen. Ja, aber wir sind ja nicht mehr so viel auf Feuer. Ist ja nur halb so schlimm. Läufer? Ne, ist schon tot. Ach, bis jetzt kommt oben noch gar nichts raus. Ne, kommt schon noch. Und bestimmt gleich der richtig große Schlag in die Fresse. Meine vorletzte Welle, wahrscheinlich werden wir gleich noch einen Boss im Hals haben. Bestimmt. Wieder irgendeiner da oben, kommen sie jetzt langsam. Heiliger Strohsack, Alter. Dass sie da aber nicht drauf geachtet haben, die sind dumm. Die sind einfach dumm. Ja, kann man so sehen. Oder wir sind einfach blind. Das ist vielleicht nicht ganz. Das klingt nicht ganz so negativ. Was ich jetzt mache? Ey, die ersten kommen gleich in unserer Falle an. Ich mach jetzt einfach erstmal, damit ich die kleinen Läufer jetzt. Gute Idee. Das hört doch einfach nicht auf, was da rauskommt, oder? Oh, Läufer! In unserem Rissraum sind hab sie. Oh, noch einer. Ich bräuchte ein bisschen Mana. Obwohl, ich habe doch das Mana-Regenerationsding da. Sollte ich vielleicht mal einsetzen. In unserem Rissraum sind Feinde! Im Rissraum sind Feinde? Achso, ist schon tot. Gut, auf zur Falle. Lass die beiden Dinge jetzt einfach mal da liegen. Und bleib auf Boden! Läuft! Die kommen ja nicht mal über die erste Reihe hinaus. Gleich hätte ich, deswegen frage ich mich, was da vorhin durchgelaufen ist. Der Kaffee. So, können wir die noch weiter umlenken, dass auch die anderen zwangsläufig durchgehen müssen? Wo war denn der Eingang? Hier. Obwohl, das wird ein bisschen sehr teuer. So. Kollege von der Arbeit bei ThyssenKrupp, in der Spedition, wo ich früher gearbeitet habe, die haben unsere LKWs gekauft, als die Spedition aufgegeben wurde. Also, als die. Das nenne ich mal einen Ortbremser. Ah, wir könnten sie wirklich aufwendig umlenken. Das wäre tatsächlich möglich, dass wir die auch durch die Falle kriegen. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt.
glaube, das ist ein zweiter Tötungstakt schneller. Nur so ein Gedanke. Boah. Dich mit mir anzulegen, mein Freund. Jawoll. So. Jetzt kommen sie überall raus. Affe Junkie verzieht sich in den HG? Was? Könnten wir auch mal einen weiteren Tötungstrakt aufbauen? Jo, bis gleich. Komme. Das wird was. Dass die gezwungen hier durchlaufen müssen, ne? Ja. Dachte ich gerade zumindest. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, natürlich. Danke, Guest Psycho. Jetzt muss ich nicht fragen. Ah? Ich habe auch schon gefragt. Was ist der HG? Was ist was? Aber keine Panik, du blamierst dich nicht. Wer ist was? Hintergrund. Ah, HG gleich Hintergrund. Ah, warte, wir können das noch mal. Hier, du hast bestimmt noch einzeln. Du hast auch ein bisschen Geld, oder? Ja, 4.500. Du kannst bei mir hier vorne noch was dranhängen. Planiert er noch. Die werden sie nicht kommen sehen. So. Das wird fies. Und zack. Tötungstrakt. Voila. Ja, jetzt habe ich aber kaum noch Geld, ne? Ich auch nicht. so viel zu Tötungstrakt. Ich kann die beiden Dinger da vorne wegnehmen. Kann ich hier so. So. Zumindest können wir so wieder ein bisschen Zeit schinden. Bisschen, ne? Wer ist eine Hexe? Hä? Zauberergraf. Ja, ich. Warum? Weil ich gemein bin. Wer hat das geschrieben? Oder ist das gerade von dir selber? Weil ich Psycho gewopst hab. Muss man noch mein M&Ms nach Alphabet sortieren? Ja! Bitte, lass dir alle Zeit der Welt dafür, damit du hier noch schön Anteil haben kannst bei uns. Du musst die Ws aussortieren. Es könnte nämlich durchaus sein, dass wir gleich sterben. Ich halte es für realistisch. Okay, hier komm ich. Gucken, mal gucken, was das für ein Boss wird. Also, ich bin Herbert. Muss die Ws aussortieren. Ja, verstehe ich. Bei den M&Ms die Ws aussortieren. Ja, ich finde das auch immer total ätzend, wenn man über die Ws... So ja. Wusstest du das noch nicht? Hattest du noch nie Ws bei dir in den M&Ms? Doch. Glückspilz. Aber ich esse die Ws gerne. Oh. Aber was ich nicht mag, ich sortiere mal bei meinen gelben M&Ms, sortiere ich mir die mit den Nissen aus. Ja. Ja. So, da kommen weitere Feinde. Ja, sind die von oben kommen? Ich glaube, die können wir erst ignorieren, oder? Ich glaube auch. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie ist denn unser verlängerter Tötungstrakt? Der reicht wahrscheinlich nicht aus, um alles abzufangen, ne? Für den komischen zweiten Eingang, der da irgendwann mal aufgeploppt ist. Was sieht eigentlich, wenn ich hier durchlaufe? Ah. Oben. Auf den Boss. Zauberin? Egal, was er macht. Keine Ahnung, wer oder was das sein soll. Das ist Cesador, Kelsey. Auch bekannt als der Wiederbeleber. Cesador. Was? Er erweckt Orks wieder zum Leben? Okay, das ist unfair. Auf. Bam. Ich hab ihn versteinert. Nicht reingejubelt. Auf ihn, sonst belebt er alles wieder. Oh Gott! Ich treffe ihn nicht mehr. Oh doch. Er ist down. So. Alles klar. Wo bin ich für die Läufer, Alter? Hier kommen aber auch wieder. Oh mein Gott, wo kommen sie denn jetzt gerade her?
Ah, oh nein. Sie kommen von der Seite, wo noch nicht viel passiert ist. Oh nein. Oh Gott. Kriegst du die? Ich gehe in die Falle, dann kann ich in der Falle versteinern. So, ein paar kommen jetzt noch zu dir durch. Ich versuche den Nachschub abzuhalten. Sie sind fast da! Ah, kleiner Feuermann. Das funktioniert. Ein Gnäuliger kommt zu dir. Feinde beim Riss! Ja! Du Schwein! Boah, Barrikaden wird angegriffen. Hier ist irgendwo ein Dynamitbunker. Oh nein. Hier kommen ein paar Läufer durch. Nein. Ja. Sie haben ein weiteres Tor durchbrochen. Die haben ein weiteres Tor durchbrochen? Hä? Da kommen sie. Tor. Ich hoffe, das funktioniert. Feinde beim Riss. Oh. Mist. Ich wollte hier gerade die Barrikaden und den Weg verlängern für die. Hab aber kein Geld mehr. Da kommt irgendwo ein großer durch von unserer Falle. Oh, das ist denn nicht mal glorreich verkackt gleich. Feinde beim Riss. Und bleib am Boden. Ohne mich. Sie sind fast da. Noch ein Panzer verraten, den Troll. Troll ist tot. Boah, ich treff nicht. In unserem Rissraum sind Feinde. Oh. Gott, was bin ich für ein Bot, Alter? Ich treff nicht. Mein Tank ist gleich leer. Feinde bei Riss. Rose. Eine Barrikade wird angegriffen. Sie sind fast da. Das hat funktioniert. Okay. Weiter geht's. Oh mein Gott, wir haben das echt geschafft? Ja. Oh, Alter! Ich bin ja auch noch da. Okay, jetzt kommen wir von hier. Wow, das war. Sagen wir mal fordernd. Ja. Nein, ich bin gleich oben. Ja, die Bogenschützen. Au. So. Also bis auf den einen, der ganz blöd durchgelaufen ist, haben wir das doch echt gut gemacht. Ja. Naja, gut. Wir sind blind. Aber, ja. Sauber. Gut, der eine Typ hat den vierten Schädel versaut. Ja. Oh, die Autoballiste, nicht schlecht. So, für die werten Zuschauer, die auf YouTube dabei gewesen sind, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.